Moin Amigos, moin zusammen, hallo, ich grüße euch, ich hoffe euch geht's gut. So, ich habe ja nicht umsonst die beste Community, die es gibt. Ja, vielen lieben Dank für die Info. Ja, wie soll ich das sagen? Es sind wohl bis zu 800 Tickets Stand jetzt schon verkauft worden für Nizza-Fans. Ja, ob das jetzt nun Fans sind oder Hooligans, Schläger, was auch immer. Ja, die sind auch jetzt schon sehr stark auf Krawall gebürstet. Ja, ich habe da eine Info bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Also liebe FC-Fans oder generell liebe Menschen da draußen, passt auf euch auf. Auch heute schon, nicht nur morgen. Das wird krachen. Und ja, von anderen meiner lieben Zuschauer, aber das hatte ich auch selber schon gelesen gehabt, kam halt auch die Info raus, dass ja wohl wieder Fans aus Paris und aus Dortmund für Köln ja da sein werden, plus auch irgendwie angeblich aus Italien und aus Essen wohl auch, dass sich da wohl sämtliche ja, Schlägertypen, muss man ja dann tatsächlich sagen, sich angekündigt haben, um halt dann tatsächlich Rache zu nehmen an die Vorfälle in Nizza. Und für all diejenigen, die das damals nicht mitgekriegt haben oder meine oder andere Videos dazu nicht mitgelesen haben, es wurden vor dem Spiel kleine Köln-Gruppen von 4, 5 Mann oder wie auch immer, ja, mit mehreren Nizza-Fans angegriffen, attackiert, zusammengeschlagen, ausgeraubt, mindestens 2 wurden mit Messerstichen verletzt. Ich weiß übrigens gar nicht, wie das da jetzt ausgegangen ist, ob diese Personen irgendwie das überstanden haben oder ob da sogar Schlimmeres passiert ist. Ja, unter anderem auch aufgrund dessen gab es halt diese Szenen im Stadion. Gut, das hat das alles nicht zu rechtfertigen und oder zu entschuldigen, aber zumindest erklärt das einiges, warum denn da tatsächlich von der Kölner Seite aus so gehandelt wurde. Denn ja, Ehrenkodex hin, egal wie man dazu steht oder sowas. Ja, wie gesagt, man muss sich jetzt mal vorstellen, jeder von euch, der das da verurteilt, ich ja natürlich auch, aber ich bin im Stadion und ich kriege jetzt zum Beispiel mit, dass irgendein Kumpel von mir auf dem Weg zum Stadion da irgendwie verprügelt oder abgestochen wird. Da bin ich nicht ruhig, da bleibe ich nicht ruhig. Und aus der Sichtweise muss man das sehen, dass man natürlich dann trotzdem nicht so da, naja, es ist halt ja ein zweischneidiges Schwert. Ja, wie gesagt, aber ich wollte euch jetzt nur darüber informieren. Passt bitte heute schon auf euch auf. Und es wird, wenn nicht heute schon, spätestens morgen wird es krachen. Vielleicht nicht zwingend im Stadion, aber sehr wahrscheinlich außerhalb und oder in der Stadt. Ne? Also wie gesagt, passt auf euch auf. Alle Familienväter oder Elternteile oder sowas oder Opas oder Onkels oder Tanten und Omas, wie auch immer. Ja, auf eure Kinder, auf eure Enkelkinder, auf eure Neffen und Nichten und alles, passt bitte auf. Geht nicht daran oder dahin, wo ihr denkt, wo ihr vielleicht sicher seid, wenn das da nicht sicher ist. Ja, man kann jetzt einfach nur vorsichtig genug sein und die Warnung rausgeben. Die Leute, die sich prügeln wollen, sollen die sich prügeln, aber hoffentlich kommen da keine Leute zu Schaden, die damit halt nichts zu tun haben. Ne? Besonders halt unsere Kleinsten und unsere Ältesten. Ne? Also wie gesagt, oder halt die vermeintlich ja, Schwächeren unter uns. Ne? Also wie gesagt, passt auf euch auf. Das kann heute schon zur Sache gehen, wenn nicht leider Gottes dann doch spätestens morgen vorm Spiel oder nach dem Spiel. Ne? Gut, ich wünsche euch was. Ja. Passt auf euch auf und bis morgen, ne? Tschüss.